feinstes Hamburger Wetter im Edmund-Plambeck-Stadion. Eintracht Norderstedt gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli und die braun-weißen Gäste. Personell extrem gebeutelt. Gerade mal 3 Feldspieler auf der Bank vom Cheftrainer Joachim Filipkowski, der mit seinem Team die ersten beiden Spiele verloren hat. Eintracht Norderstedt auf der anderen Seite mit erst einer Partie zum Auftakt. In diese Saison gab es ein souveränes 4:0 gegen Phoenix Lübeck. Die Gäste mit weißen Trikots und braunen Hosen von rechts nach links in Halbzeit 1 mit dem besseren Start in die Begegnung und mit der ersten Chance. Vandenberg hätte den sogar annehmen können. Es ging gleich relativ munter zur Sache hier. 7 Minuten rum, die Eintracht mit der ersten zu Ende gespielten Offensivaktion. Nils Brüning beim Abschluss noch mit Luft nach oben. St. Pauli, ja, unter der Woche im kleinen Derby gegen die zweite vom HSV unterlegen. Es war der Mannschaft anzumerken, dass sie etwas wieder gut zu machen hatten. Wieder bekommt Vandenberg den Ball und mit dem Abschluss. Und Huxoll ist da. Winkel wird sehr spitz, aber auch vor allem, weil Lars Huxoll sich da ganz groß macht. Starke Parade vom Norderstedter Keeper. Danach ein bisschen weniger los. Vor beiden Strafräumen, Partie plätscherte ein wenig vor sich hin. Schon fast 40 Minuten gespielt und dann dieser starke Ball auf Justin Plautz, der Linksverteidiger, rein in den Strafraum und mit dem Abschluss Vandenberg beim Nachschuss dann im Abseits. Fabian Grau wirft sich in den Schuss mit wirklich allem, was er hat. Bei Norderstedt besonders Elias Saad mit seinen Dribblings immer wieder auffällig, sorgte für Probleme in der St. Pauli-Hintermannschaft. Hier mit dem Auge für Jonas Behunek. Kann er mehr draus machen? Abschluss zu zentral und somit relativ leichte Beute für Jesper Heim. Es war die letzte Gelegenheit in Durchgang 1. Eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit endet dann nur folgerichtig. Torlos einmal das Pflaster neu justieren und dann rein in Hälfte 2. Gut zu sehen in dieser Szene das Risiko, dass St. Pauli im Pressing einging. Sehr hochgeschoben, die komplette Mannschaft, und das klappt zunächst auch ganz gut. Aber dann ist nicht nur der Ball ganz schnell wieder weg, sondern auch die defensive Ordnung. Elias Saad mit Tempo auf die Abwehr drauf und dann noch mit dem Auge für Nils Brüning. Ein blitzsauberer Konter, der den Norderstedtern das 1:0 beschert. Und Nils Brüning schon am ersten Spieltag mit einem Treffer legt direkt einen zweiten nach. Kein so schlechter Start in die Saison für den 26-Jährigen. Stichwort schlechter Start. St. Pauli im dritten Spiel, das dritte Mal mit 0:1 hinten. Und das machte etwas mit diesem jungen Team. Ein komplett vermeidbarer Fehlpass. Und dann ist es fast eine Kopie des 1:0. Saad mit Tempo und am Ende wieder Brüning. Aber diesmal verzieht er. Die 65. Minute, eine eigentlich harmlose Situation, aber Behunek erobert den Ball und dann hat er in der Mitte das Auge für Jan Lüneburg. Ja, da hält es dann auch direkt vor unserer Kamera niemanden mehr auf dem Sitz. Was ein schicker Abschluss von Jan Lüneburg. Viel schöner sieht das bei den Herren Rooney, Ronaldo und Co. auch nicht aus. Eintracht Norderstedt mit dem 2:0 auch für Norderstedts Nummer 9 ist es das zweite Saisontor. St. Pauli bis dahin ja nicht mal schlecht drin in dieser Partie, aber die Fehlerquote zu hoch. Plautz verzieht den Freistoß, die Kiezkicker erhöhten Stück für Stück das Risiko. Wir sind schon in der 83. Minute. Nochmal die Gäste, Bednarczyk mit der Flanke und Dosun ist als erster am Ball und der Anschluss. Bruder Serda ist ja in diesem Sommer zu Fenerbahçe Istanbul gewechselt. Das Toreschießen liegt bei den Dosuns offensichtlich in der Familie. Das ist nicht alles aus dem Lehrbuch, was Serkan Dosun da veranstaltet. Aber gerade deshalb Huxoll im Kasten ohne Chance. Und jetzt also nochmal richtig Spannung drin in der Schlussphase bei St. Pauli. Die Hoffnung
zurück. Nur 2 Minuten nach dem 2:1 Ballgewinn, nach dem unkontrollierten Abstoß. Und das ist wieder Dosun. Am ersten vorbei und am zweiten vorbei. Und noch ein Haken. Und der Abschluss. Und Lubongo steht genau richtig. Ausgleich. Innerhalb von 120 Sekunden gibt Norderstedt eine komfortable Führung aus der Hand. Und St. Pauli mit einem Mal zielstrebig, kaltschnäuzig vor dem Gehäuse und dann eben auch noch mit der nötigen Portion Glück. Es war das aufregende Ende einer rasanten zweiten Hälfte. Denn kurz darauf der Abpfiff. Für den FC Eintracht Norderstedt wird es sich naturgemäß nach 2 verlorenen Punkten anfühlen. St. Pauli dagegen sichert sich spät den ersten Zähler in dieser Saison. Wir haben uns nach der Partie einen Torschützen geschnappt und zum Interview gebeten. Über die gesamte Spielzeit hatten wir vielleicht so 1-2 Momente, wo wir einfach vielleicht ein bisschen down waren und nicht richtig ins Spiel wieder gekommen sind. Da ist dann halt mal passiert, dass da 2 Dinge eingeschlagen sind. Und das sind halt genau diese Phasen, wo wir halt wach sein müssen, die uns nicht so häufig vorkommen müssen, weil dann klingelt es halt auch mal. Für St. Pauli geht's in einer Woche gegen Teutonia Ottensen. Norderstedt muss dagegen schon Mittwoch gegen den SV Trochtersen Assel ran.